Kapitel 7, die Tradition hinterm Kirschbaum. Die neue Woche begann und verging, wie Wochen es so tun. Ja. Weder in der Schule noch in unserer Freizeit hatten Kotomi und ich wirklich viel Zeit, um sie miteinander zu verbringen. Einzig und allein der eine am einen oder anderen Blick und Geste konnte... Der einen oder anderen Geste und manchen Blick, den wir uns zuwarfen, konnte man erkennen, dass wir beide nun ein Paar waren. Aus genau diesem Grund freute ich mich auf das bevorstehende Snow-Sakura-Fest. Wir hatten ausgemacht, uns davon wegzuschleichen und den Nachmittag irgendwo alleine zu verbringen. Und damit kurz Hallo wieder zu Switch. Hallo. Bam. Ein stechender Schmerz durchfuhr meine Magengegend. Und riss mich nach Luftschnappen. Aus dem Traum in die Realität. Karin stand vor mir. Sie grinste. Na, endlich wach? Ich rieb mir in die Magengegend. Seitdem mich der Fluch in ein Mädchen verwandelte, hatte Karin die Sexung nicht mehr gebracht. Ich hatte schon die Hoffnung gehegt, dass ich nie wieder so geweckt werden würde. Heute ist das Fest. Da musst du schon ein wenig früher aufstehen, Bruder. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Es war gerade mal 9 Uhr. Es ist noch viel zu früh. Das Fest beginnt erst am Nachmittag. Das schon, aber du willst doch nicht etwa in deinen normalen Sachen auf das Fest. Ich verstand, was sie meinte. Die Mädchen und Frauen, die das Fest besuchten, trugen gewöhnliche, ausgegebenen Anlass ihre Kimonos. Ich fiel jetzt mehr oder weniger in diese Gruppierung. So, natürlich wiederholen sich hier auch wieder ein paar Dinge. Ich wiederhole jetzt einfach mal Wasser, die Mutter sagt, dass sie auch das Haar abschneiden will. Weil nachher werden zwar auch noch Sachen kommen, die wir kennen, aber ich glaube, da lasse ich es lieber, weil da sind es nicht so viele. Aber hier der Kimono halt und das dann nicht weglaufen kann, weil die Haare geschnitten werden. Und wofür musste ich jetzt so früh aufstehen? Das Anziehen des Kimonos hatte wirklich nicht so lange gedauert. Also meine Mutter allerdings eine Schere zückte. Klammer. Da wurde mir alles klar. Nein, ohne mich. Einmal Haare lasse ich niemanden. Ich versuchte wegzurennen. Doch das war in meinem Kimono leichter gesagt als getan und ich stolperte bereits am ersten Schritt. Jetzt war auch klar, warum ich gleich den Kimono anziehen sollte. Er hinderte mich erfolgreich am Fortlaufen. Nein! Oh, eine falsche Taste. Ich ließ mir seit Jahren die Haare lang wachsen und hasste es, weil meine Mutter mal wieder beschloss, dass sie viel zu lang waren. Ohne ihre Schere hätten sie schon längst die gewöhnliche Länge erreicht. Ich seufzte und betrachtete im Spiegel die zurechtgeschnittenen Haare. Sicher waren jetzt die herausgewachsenen Zipfel weg, aber mit ihnen sicher auch gute 5 cm Länge. Soll ich sie dir noch blondieren? Ich schüttelte wild den Kopf. Vorher rasiere ich mir den Kopf. Ich hätte mal für längere Zeit mit blonder Haarfarbe herumgespielt. Ich sah damit einfach schrecklich aus. Zudem war ich stolz auf meine dunklen Haare. Gut, dann können wir jetzt die Fotos machen. Fotos? Dummkopf. Ein Foto ist von einer Kamera aufgenommen und das ist ein Bild. Ja, wir haben schließlich kein einziges Bild von dir als Mädchen. Möchtest du dieses Jahr nicht später dich daran erinnern können? Ja, gut, das kennen wir natürlich. Dafür brauche ich doch keine Fotos. Wobei, sie hatte dennoch recht. Ich sollte mir wenigstens ein paar Erinnerungsfotos von diesem Jahr machen. Und jetzt kommt Kotomi. Entschuldigung für den Spoiler, aber es war klar. Wir beschlossen schließlich, die Fotos vor dem Haus zu machen. Und jetzt lächeln bitte, ihr zwei. Was? Sie drückte sofort auf den Auflösung und gab mir keine Zeit zu lächeln. Entweder war es jetzt ein Fehler oder... Es ist einfach nicht im Spiel enthalten, dass Kotomi da ist. Nur damit... Also, ich habe was gefunden. Also das ist okay. Das ist trotzdem ein schönes Bild. Nein. Nachdem wir die Fotos geschossen hatten, machten wir uns langsam auf den Weg zum Fest. Am Eingang zum Tempel hatten sich bereits einige Leute eingefunden. Das Fest zog oft auch Leute von außerhalb an. Daher war das nichts Ungewöhnliches. Tomoya. Auch Miho, Hatsumomo und Makoto waren zum Fest erschienen. Sie alle trugen Kimonos, bis auf Makoto.
Scheint so, als wären wir alle vollzählig. Tomoya, Karin, ich werde noch euren Vater suchen. Warum sucht ihr beiden und eure Freunde euch nicht schon mal ein nettes Plätzchen? Ihr beiden und eure Freunde und eure Lehrerin. Wir sollen uns beeilen. Es kann schnell voll werden. Kotomi hatte recht. Wir sollten möglichst schnell einen Platz direkt unter dem Baum ergattern. Sonst müssten wir uns mit einem der Plätze, die etwas entfernt waren, zufrieden geben. Und das Snow Sakura Fest kam schließlich nur unter dem Snow Sakura richtig zur Geltung. Kotomi schritt voran. Da sie zur Schreinfamilie gehörte, kannten die meisten Leute sie und machten höflich Platz. Es war, als würde man einem Popstar folgen. Ein seltsames Gefühl. Dieses Jahr hatten wir besonders Glück. Der Baum stand bereits in voller Blüte und es war ein wahrhaftig atemberaubender Anblick. Man sagt, dass dies ein besonderer Baum sei, der auch im Winter blühe und so Glück und Wohlstand über die Leute brachte, die unter seinen Blüten saßen. In Wirklichkeit aber blüht er nur ein klein wenig früher als normale Kirschbäume. Dennoch sehen die Menschen es als Wunder an. Für mich ist die Blüte des Snow Sakura erst das Ereignis, das den Frühling einläutet und den Winter beendet. Dabei ist es mir egal, ob es nun ein Wunder oder Zufall ist. Es sieht einfach toll aus, nach einem langen, weißen Winter die ersten Blüten zu sehen. Man sollte sich wohl nicht so viele Gedanken machen und einfach die Tatsachen genießen, nicht? Hey, wo bleibt ihr beide denn? Heute war wirklich ein ganz besonderer Glückstag, denn wir ergatterten einen Platz direkt am Stamm des Baumes. Wir können uns heute wirklich glücklich schätzen. Der Kimono ist einfach der beste von allen. Makoto fegte den restlichen Schnee, der unter dem Baum lag, beiseite und breitete dann eine mitgebrachte Decke aus. Darauf ließen wir uns nieder. Hier, direkt unter dem Baum, lag wirklich nur noch wenig Schnee. Auch wenn der Rest des Dorfes wie im tiefsten Winter aussah, konnte man hier erkennen, dass der Frühling auch auf Hokkaido langsam Einzug einhielt. Lasst uns anstoßen. Kotomi hatte Sake und kleine Plastikbecher mitgebracht, in die sie jetzt für jeden ein wenig Sake goss. Sollen wir nicht noch auf eure Eltern warten? Miu blickte Karin und mich fragend an, worauf wir beide gleichzeitig den Kopf schüttelten. Die kommen sicher noch früh genug. Ich hob das Glas, sprach einen kleinen Trinkspruch und schluckte den Sake mit einem Zug herunter, damit ich noch mehr trinken konnte. Ein wenig seltsam ist es schon, wenn man mit einer Lehrerin Alkohol trinkt. Kotomi blickte zur Momo rüber, die sich begeistert von Makoto ein weiteres Glas Sake einschenken ließ. Dann bemerkte sie Kotomis Blick und lächelte. Ich bin heute nicht als eure Lehrerin hier. Und ist recht nicht als Spielverderberin. Allerdings möchte ich euch trotzdem bitten, es nicht zu übertreiben, ja? Mit diesen Worten leerte sie das zweite Glas. Und ließ sich gleich das dritte einschenken. Ich bin nur froh, dass meine Familie nicht herkommt. Sie haben das Restaurant heute geöffnet und daher auch überhaupt keine Zeit dafür. Du endlich auch nicht, stimmt's? Alle lachten. Während Makoto rot anlief. Aber es war verständlich, dass er an einem solchen Tag keine Lust hatte, im Restaurant seinen Eltern zu helfen. Daher nahm ihm das auch keiner übel. Deine Eltern sind heute auch ganz schön beschäftigt, oder? Kotomi schwieg. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, ist schon okay. Vater hält Predigten, Mutter verkauft heute Glücksbringer am Tempeleingang. Und deine Eltern, Miu? Sie halten sich nicht viel von bürgerlichen Festen, oder? Miu seufzte und ließ den Kopf hängen. Leider, irgendwie doch. Makoto runzelte die Stirn. Was meinst du denn damit? Mein Vater ist heute hier auf dem Fest, mit einer seiner Nebenfrauen. Mutter ist zu Hause geblieben. Ich schüttelte meinen Kopf. Mehr konnte man bei ihrer Familie wirklich nicht machen. Den Kopf schütteln. Trotzdem ist es mein erstes Mal, dass ich auf diesem Fest bin. Karin, du bist mit deinem Bruder sicher jedes Jahr hier. Karin musste laut lachen. Im ersten Mal habe ich ihn noch regelrecht herschleppen müssen. Er hat geheult und wollte einfach nicht. Ich konnte mich nicht mal wehren. Wäre auch komisch gekommen, wenn ich jetzt für mein männliches Ich Partei ergriffen hätte. Ich ließ mein weiteres Glas Sake eingießen und leerte es mit einem Zug. Da ist nichts mehr drin in dem Glas hier neben mir. Einige Zeit vergingen, dann gesellten sich meine Mutter und mein Vater zu uns. Mein Vater war völlig verschrammt und blutete aus einzelnen kleinen Schnitten. Ich fragte mich ernsthaft, was er getan hatte. Er lachte jedoch, als ich ihn abfragte und meinte, dass die Arbeit im Schrein ein reiner Überlebenskampf war. Glaube ich. Wir verbrachten noch ein wenig Zeit mit Smalltalk, aßen mitgebrachten Kuchen und tranken noch mehr Sake.
Ich suchte nach einer Möglichkeit, mich abzusetzen, um den Abend mit Kotomi zu verbringen. Schließlich tat sich eine Möglichkeit auf, wenn auch ein wenig anders als erhofft. Mutter und Vater waren bereits nach Hause gegangen. Und der Rest war mitten in einer angeregten Diskussion über die globale Erwärmung, von der wir hier in Hokkaido nicht wirklich viel mitbekamen, als wir plötzlich von hinten angequatscht wurden. Hey, ihr Süßen, ihr habt doch sicher noch ein wenig Platz für jemanden wie mich, stimmt's? Ein Junge in unserem Alter drängelte sich in unsere Gruppe. Er schob Makoto unsanft zur Seite und setzte sich dreist zwischen Makoto und mich. Ihr Mädels habt doch sicher heute Abend nichts vor, oder? Wenn ihr wollt, dann zeige ich euch den wahren Sinn dieses Festes. Er deutete auf den Baum. Für Pflanzen interessiert sich doch eh keine Sau. Ich war ziemlich sauer, dass so ein Hirnloser und Möchtegern Coolio unser Fest ruinierte. Tut mir leid, hier ist es voll. Schau dich woanders um. Oder um es in deinen Worten auszudrücken, verpiss dich. Der Typ runzelte kurz die Stirn, dann lachte er. Oh, das Kätzchen hat die Krallen ausgefahren. Sag bloß, dass du auf den Loser mit den roten Haaren stehst und nicht erkennen kannst, wenn ein wirklicher Gewinn vor dir steht. So blind bist sicher nicht mal du. Schau dir das Weiche jedoch an, deutete auf Makoto, der dadurch wirklich zornig wurde und legte einen Arm um mich. Oder bist du etwa eine dieser Lesben? Welche von den Zuckerschneckchen ist denn deine Geliebte? Wenn es sein muss, dann kannst du sie ruhig alle mitbringen. Wir haben ja noch die ganze Nacht vor uns. Wenn dieser Typ nicht gleich verschwinden will, dann sehe ich wirklich rot. Mein Blut war schon am Kochen. Tja. Zugabe. Der Typ flog rückwärts gegen den Baum. Seine Nase blutete. Makoto stand vor ihm. Seine Hände zitterten vor Wut. Ja. Was ein Rad ab, Alter. Ich blute wegen dir. Verschwinde, bevor ich mich ganz vergesse. Leute wie du haben hier nichts verloren. Als Tochter des Schreininhabers erteile ich dir Hausverbot für die nächsten 3 Jahre. Das reicht vielleicht, um erwachsen zu werden. Auch Karin, Mi und Hatsumomo erhoben sich jetzt und stellten sich vor den Rüpel. Mach dich vom Acker, Idiot. Vor dieser Übermacht überrumpelt, trollte sich der Junge davon tatsächlich wortlos. Alles okay, Tomoya? Karin und Mio versuchten Makoto zu beruhigen, der am liebsten hinter dem Kerl hergerannt wäre. Es geht mir gut, ich hatte nur mit sowas nicht gerechnet. Allerdings war es jetzt eine gute Gelegenheit, mich etwas abzusetzen. Wenn ihr mich entschuldigen wollt, ich denke, ich werde jetzt nach Hause gehen. Das war das Signal an Kotomi. Ich begleite Tomoya ein Stück. Feiert ihr ruhig weiter. Ja, okay, dann feiern die mal weiter. Die Nacht war bereits hereingebrochen, als Kotomi und ich das Gelände des Schreins verließen. Das Dorf lag still vor uns. Nur in wenigen Häusern brannte noch Licht. Die meisten Menschen waren wohl noch auf dem Fest. Feierten im Restaurant von Makotos Familie, was das beste Restaurant in der Gegend war, oder schliefen bereits. Auch in Kotomis Haus brannte kein einziges Licht mehr. Ich fragte mich, ob ihre Familie schon schlief oder noch immer auf dem Fest zu tun hatte. Klar, als Schreinfamilie. Deine Eltern sind heute wohl ganz schön beschäftigt. Kotomi nickte, aber sagte nichts. Du hast doch Geschwister, oder? 2 Schwestern. Sie sind beide jünger als ich. 2 Schwestern? Aha. Könnte es sein? Nein. Ich interessierte mich bislang nur wenig für unseren Schrein oder die Familie, die ihn betrieb. Dennoch dächte ich mitbekommen zu haben, wie meine Mutter mal einen Sohn erwähnte. Oder hat er mich einfach verhört? Oder hat Kotomi vielleicht einen Fluch und ist eigentlich ein Junge und jetzt für mehrere Jahre eine Tochter? Keine Brüder? Ich dachte, dass du einen Bruder hast. Kotomi senkte den Kopf, sie blieb stehen und ich spürte, dass ich wohl ein falsches Thema abgeschnitten habe. Oh. Ja, er ist nicht mehr hier. Oh, das. Nicht mehr hier? War er von zu Hause abgehauen, gestorben oder einfach ausgezogen? Doch Kotomi ließ mich nicht zu Wort kommen. Bitte, Tomoya, lass uns über was anderes reden. Kotomi war ein seltsames Mädchen. Sie wirkte immer, als würde sie ihr wahres Ich verstecken. Als trage sie eine ungeheure Last auf ihren Schultern. Ich war mir sicher, dass diese Last auch der Grund dafür war, dass sie unsere Beziehung geheim hielt. Vielleicht hatte es etwas mit dem Schrein zu tun. Wenn ihre Eltern tief religiös waren, dann tolerierten sie vielleicht keine Freunde. Hatten sie eventuell sogar bereits jemanden versprochen. Was auch immer es war. Ich wusste, dass ich zu ihr stehen würde. Heute.
morgen und auf immer. Das wollte ich ihr sagen. Wenn wir unseren Abschluss haben, Kotomi? Abschlussprüfung war im nächsten Winter. Es lag also noch ein gutes Dreivierteljahr vor uns. Dann werde ich einen Job in Sapporo annehmen. Ich weiß noch nicht, was ich machen will, einfach einen Job. Aber er soll gut genug sein, um eine eigene Wohnung mieten zu können. Ist das Richtige? Zuerst mal auf das Geld schauen und dann, ob der Job einen Spaß macht? Was? Sicher das Richtige. Dann können wir uns zusammen wohnen und wir können allen sagen, dass wir beide ein Paar sind. Davor lag noch die Frage über die Auflösung des Fluches. Kotomi kannte mich nur als Mädchen, hatte sich in diese Form von mir verliebt. Egal wie gerne ich wieder ein Junge werden würde, für sie würde ich den Fluch sogar lösen und die Konsequenzen ertragen. Eine Wohnung in Sapporo, das wäre schön. Sie lächelte wieder. Wir könnten doch auch in den Süden ziehen, weit weg. Irgendwohin, wo uns keiner kennt. Ich mochte Hokkaido, ich mochte dieses Dorf, die langen Winter. Das alles war ein Teil von mir geworden. Solange du mitkommst, würde ich ans Ende der Welt ziehen, Kotomi. Oh. Auch wenn ich Hokkaido vermissen würde, doch das sagte ich ihr nicht. Das wäre wunderbar. Wie ein Traum. Sie hakte sich bei mir ein und lehnte ihren Kopf an meine Schulter. Es ist so anders, ein Mädchen zu lieben. Sie hatte den Satz nur leise vor sich hingemurmelt. Ach so. Ist schon komisch. So, dass ich erst dachte, dass ich es mir eingebildet hatte. Am Anfang war ich vor mir selbst erschrocken. Hast du dir denn nie darüber Gedanken gemacht? Ich konnte es verstehen, sehr gut sogar. Wir waren hier kein normales Paar. Für Außenstehende, wie auch für Kotomi selbst, waren wir ein lesbisches Paar. Nur Tomoya weiß, dass... Wobei, momentan eigentlich schon. Momentan sind sie es, das kann man nicht verneinen. Werden sie es am Ende auch noch sein? Das erfahren wir noch nicht in der nächsten Folge. Aber die Folge ist noch nicht vorbei. Also zwei Mädchen, die sich lieben. Das zu akzeptieren ist sicherlich nicht einfach gewesen. Man sollte sich darüber keine Gedanken machen. Es ist egal, wie man liebt, solange man glücklich dabei ist, oder? Ist das der Grund, dass du deinen Eltern nicht sagen willst, weil ich ein Mädchen bin? Ich fragte mich, was Kotomi wohl tun würde, wenn sie die Wahrheit erfahren würde. Wäre sie erleichtert, dass sie sich doch in einen Jungen verliebt hatte, oder wäre sie schockiert darüber? Auf meine Frage schüttelte sie jedenfalls verneinend den Kopf. Nein, das ist es nicht. Bitte, ich will wirklich nicht. Schon gut, ich frage nicht mehr nach. Wenn du es ihnen sagen willst, dann gib Bescheid. Ich lasse dich nicht alleine durchs Feuer laufen. Naja, es ist ja Winter. Danke. Kurz bevor wir mein Haus errichteten, in Minecraft-Style, haben wir Material gesammelt und ein Haus gebaut. Mein Haus erreichten, löste sich Kotomi von mir. Sie schien wirklich viel Angst zu haben, dass sie jemand sehen könnte. Vielleicht war es auch ganz gut so, denn in meinem Haus brannte noch Licht. Meine Eltern waren also noch auf, oder Karin war noch auf, irgendjemand war noch auf. Oder das Licht wurde einfach angelassen. Man braucht nur einen Blick aus dem Fenster zu werfen, um uns zu sehen. Gute Nacht, Tomoya. Sie wandte sich zum Gehen. Halt, warte mal kurz. Ich hielt ihre Hand fest. Sie zog sie jedoch weg, blieb aber stehen und schaute mich fragend an. Hä? Wir spielen die ganze Zeit Verstecken vor den anderen. Ich verstehe das, doch ab und an möchte ich einfach Zeit mit dir verbringen, ohne andauernd auf die Deckung zu achten. Ich verstehe dich, ja. Sie überlegte kurz. Treffen wir uns am Samstag zufällig in Sapporo? Ganz zufällig, so? Meine Eltern haben da am Schrein zu tun. Sie fragte mich nach einem Date. Ich werde da sein, versprochen. Ich werde zufälligerweise da sein. Das war mein erstes richtiges Date mit ihr. Mein Herz, naja, die waren ja auch noch nicht jetzt so lang. Mein Herz klopfte aufgeregt. Es war jedoch eine fast ganze Woche bis dahin. Aber es machte mich jetzt schon ganz kribbelig. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht, Tomoya. Danke dir auch, Kotomi. Und das ist das Ende? Nee. Und damit endete der Abend. Ach, und das Kapitel auch. Und dann ein dreifaches Ende, nämlich das Ende des Abends, das Ende des Kapitels und das Ende der Folge. Ciao.